Herr Ober, einen Kaffee bitte. Soll ich ihn hier auf der Terrasse servieren? Ja, bitte. Sofort, gnädige Frau. Oh, was ist los? Hat jemand etwas zu mir gesagt? Nein, Sie haben geschlafen, Herr Doktor. Ich habe Sie beobachtet. Man schläft leicht nach dem Mittagessen ein. Hoffentlich habe ich nicht geschnarcht. Nein, nein, natürlich nicht. Sie schlafen wie ein Engel. Zwei Herren saßen neben mir in den Liegestühlen. Wissen Sie, wo sie sind? Ich habe leider keine Ahnung. Wenn Sie allein sind, trinken Sie doch eine Tasse Kaffee mit mir. Sehr liebenswürdig von Ihnen, gnädige Frau. Herr Ober, zwei Kaffee. Man kann sich in diesem Hotel so gut erholen. Ich wusste gar nicht, wie schön die Alpen sein können. Reisen Sie viel? Ja, ich verreise ziemlich oft. Ein Mann wie Sie kommt natürlich viel in der Welt herum. Seit meiner zweiten Scheidung bin ich auch oft unterwegs. Ich möchte meine Hemmungen loswerden. Ich fühle mich in Gesellschaft so unsicher. Ach, entschuldigen Sie, dass ich Ihnen so viel von mir selbst erzähle. Sie wissen gar nicht, wie gut es tut, mit einem wertvollen Menschen wie Sie zu sprechen. Ich habe sehr großes Vertrauen zu Ihnen. Ich fühle mich sehr geehrt, aber ich bin leider kein Psychiater. Ich kann Ihnen deshalb keine Ratschläge geben. Aber lieber Herr Doktor, Sie verstehen mich nicht ganz richtig. Ich will doch keine Ratschläge von Ihnen. Leider muss ich jetzt gehen und meine Bekannten suchen. Entschuldigen Sie mich, Frau Baronin. Wir werden das Gespräch ein anderes Mal fortsetzen. Schade, dass Sie mich schon verlassen müssen. Polter, ist alles für den Kostümball morgen vorbereitet? Ja, ich habe Auftrag gegeben, das Lesezimmer und den kleinen Speisesaal zu dekorieren. Die Tanzkapelle ist auch bestellt. Haben wir genug Personal? Wilhelm will seinen Sohn mitbringen, damit er in der Bar hilft. Ich weiß nur noch nicht, wer Zeit hat, die Dekorationen aufzuhängen. Sie werden schon jemand finden. So, ich habe jetzt ein paar Sachen zu besorgen. Ich bin zum Abendessen zurück. Kümmern Sie sich vor allen Dingen um unseren kleinen Millionär. Wie ein Vater. Und sehen Sie zu, dass dieser Schulze keinen Blödsinn macht. Ich traue dem Kerl nicht über den Weg. Ich werde schon eine kleine Beschäftigung für ihn finden, damit er keine Zeit hat, Dummheiten zu machen. Bitte, Herr Doktor? Sagen Sie, wissen Sie zufällig, wo Herr Schulze ist? Das ist schwer zu sagen. Ich habe ihn schon überall gesucht. Im Schreibzimmer, im Lesezimmer, im Teesalon. Aber er ist nirgends zu sehen. Vielleicht ist er auf der Eisbahn, Herr Doktor, hinter dem Hotel. Herr Schulze läuft Schlittschuh? Entschuldigen Sie, dass ich Sie beim Schneeschaufeln störe. Haben Sie einen älteren Herrn gesehen, der Schlittschuh laufen wollte? Auf der Eisbahn ist nur ein Herr außer mir. Er trägt eine rote Pudelmütze und schaufelt Schnee. Da drüben ist er. Hallo! Hören Sie mal einen Moment mit dem Schaufeln auf. Jemand will Sie sprechen. Herr Schulze, Sie sind es. Sind Sie verrückt? Ist Ihnen die Alpenluft zu Kopf gestiegen? Aber nein, ich treibe Sport. Die Idee kommt von unserem Portier, der mich auf die Eisbahn geschickt hat, um Sepp zu helfen. So eine Frechheit! Das Hotel hat doch genug Angestellte. Unser lieber Portier ist um meine Gesundheit besorgt. Hören Sie sofort auf. Das ist keine Arbeit für Sie. Ich werde dem Portier gründlich die Meinung sagen. Lassen Sie das lieber. Gehen Sie ruhig ins Hotel und trinken Sie Kaffee, Herr Schulze. Die halbe Eisbahn ist schon sauber. Den Rest mache ich schon allein. Hab ich's denn nicht gut gemacht? Doch, aber in der Schule haben Sie's nicht gelernt. Herr Schulze, wenn Sie jetzt keinen Krach machen, müssen Sie übermorgen die Treppe putzen. Beschweren Sie sich sofort beim Direktor. Der Direktor steckt doch auch dahinter. Hinter was? Er will mich aus dem Hotel hinaus ekeln. Ich finde es sehr spannend. Vielleicht verstehen Sie mich später einmal. Das glaube ich kaum. Sie sind viel zu gutmütig. Deshalb haben Sie es auch in Ihrem Leben zu nichts gebracht.
Haben Sie schon bestellt, Herr Doktor? Nein, noch nicht. Ich studiere gerade die Speisekarte. Es gibt heute besonders für Sie Nudeln mit Rindfleisch, Herr Doktor. So? Na gut. Ich möchte das Gleiche bestellen. Das ist ja meine Lieblingsspeise. Leider ist nur eine Portion für den Herrn Doktor reserviert. Schön, dann nehme ich das gewöhnliche Menü. Und nun, mein lieber Hagedorn, erzählen Sie mir ein bisschen von Ihren Liebesaffären. Was wollte denn die dunkle Schönheit, mit der Sie auf der Terrasse Kaffee tranken? Eine hübsche Frau. Ja, das ist eine Baronin, die geschieden ist und an Hemmungen leidet. Sie will sie anscheinend mit meiner Hilfe loswerden. Sie Ärmster, vielleicht hält sie sie für einen Psychiater. Das glaube ich kaum. Na, und was macht die Blondine aus Bremen, die sie den ganzen Tag verfolgt? Gestern wollte sie sich schon die drei siamesischen Katzen ansehen. Und vor ein paar Minuten hat sie mich gefragt, ob ich heute Abend zum Kostümball komme. Aha, Vorsicht, Vorsicht. Sie haben beide Absichten auf Sie. Welche gefällt Ihnen denn besser? Wissen Sie, Herr Schulze, ich eigne mich nicht zum Flirten. Und außerdem habe ich Angst vor verheirateten Frauen. Wenn Sie sich etwas in den Kopf setzen, tun Sie es meistens. Nach langjähriger Erfahrung muss ich Ihnen zustimmen. Aber wir gehen trotzdem zum Ball, nicht wahr? Natürlich, wir verkleiden uns. Das kann ganz amüsant sein. Aber ich muss Sie um etwas bitten. Können Sie nicht ein bisschen aufpassen, dass mich diese Damen nicht verführen? Ich werde wie eine Mutter auf Sie aufpassen. Und als Belohnung bekomme ich jetzt eine kleine Portion Nudeln mit Rindfleisch von Ihnen. Hier ist ja viel los. Schauen Sie, wie die Leute komisch aussehen. Sehen Sie das Paar dort? Ist der Kneipenwirt nicht der dicke Herr Lenz? Ganz recht. Und seine Partnerin ist die Baronin, die sich als Zimmermädchen verkleidet hat. Ihr Rock ist ziemlich kurz, finden Sie nicht auch? Jawohl. Damit man ihre schönen Beine besser sieht. Na, und wie gefalle ich Ihnen mit dem roten Halstuch und den ungekämmten Haaren? Sie haben sich wohl als Gammler verkleidet. Stimmt. Ein richtiges Kostüm besitze ich leider nicht. Und Sie? Sie haben ja Ihren gewöhnlichen violetten Anzug an und die rote Pudelmütze auf dem Kopf. Und dazu Ihr altes Paar Stiefel. Das ist gewissermaßen auch ein Kostüm. Wie gefallen Ihnen meine Dekorationen? Habe ich den Speisesaal nicht schön mit Luftschlangen und Ballons dekoriert? Haben Sie das alles aufgehängt? Jawohl. Mein lieber Freund, der Portier, hat mich gebeten, auf die Leiter zu steigen, ein paar Nägel in die Wände zu schlagen und... Sind Sie krank? Nein, ich bin vollkommen gesund. So etwas macht mir Spaß. Ich hab's ja kommen sehen. Morgen müssen Sie Kartoffeln schälen. Wo bleibt eigentlich unser Freund, der reiche Schifffahrtsbesitzer? Ich habe Kesselhut seit seiner letzten Skistunde nicht gesehen. Hoffentlich ist er nicht wieder im Schnee verschwunden. Wollen wir etwas zu trinken bestellen? Ich habe Lust auf ein helles. Und Sie? Ich auch. Herr Ober, bringen Sie uns bitte zwei helle. Sofort, gnädiger Herr. Was ist denn mit dem Kellner los? Er ist plötzlich so höflich zu mir. Sehen Sie mal, wer das ist. Es ist überhaupt kein Kellner. Es ist unser Herr Kesselhut, der sich als Diener verkleidet hat. Donnerwetter! Ich will Sie nicht kränken, Herr Kesselhut, aber Sie sehen wie ein richtiger Diener aus. Ich fühle mich nicht gekränkt, Herr Doktor. Ich bin ja... Johann, wo bleibt unser Bier? Ich habe den Herrn etwas Besseres gebracht. Eine Flasche Rheinwein und auch ein paar Zigarren. Johann, Sie denken an alles. Können Sie uns auch Feuer geben? Selbstverständlich, gnädiger Herr. Johann, bringen Sie uns zum Wein auch ein paar Schinkenbrote, sonst steigt uns der Alkohol zu Kopf. Gern, gnädiger Herr. Ich bin sofort wieder da. Ich muss sagen,
Ihr spielt eure Rollen ausgezeichnet. Gelernt ist gelernt. Na, dann Prost, mein lieber Junge. Wenn es dir recht ist, möchte ich dir einen Vorschlag machen. Wollen wir uns nicht duzen? Wir sind doch schon alte Freunde. Eine gute Idee. Trinken wir auf die Freundschaft der zwei besten Reklamefachleute des Landes. Ich heiße Fritz. Und du? Ich heiße Eduard. Zum Wohl, Fritz. Zum Wohl, Eduard. Aha. Wer kommt denn da auf dich zu? Ein kleines Schulmädchen in einem kurzen Kleidchen und mit einer großen Schleife im Haar. Das ist ja deine blonde Freundin aus Bremen. Vorsicht, jetzt wird's gefährlich. Lieber Herr Doktor, ich brauche Hilfe. Was ist denn passiert? Ich brauche dringend ein paar Privatstunden, sonst bekomme ich am Montag eine schlechte Note in der Schule. Bitte, bitte helfen Sie mir. Mein Kind, ich bin doch nur ein armer Gammler, der nichts gelernt hat. Ich kann dir nicht helfen. Doch, doch. Sie müssen unbedingt kommen. Nehmen Sie meine Hand. Fräulein Hilde, ein Brief mit Poststempel Bruckbeuren. Vielleicht schreibt der Herr Generaldirektor. Nein, das ist doch Johanns Handschrift. Mal sehen, was er schreibt. Sie sind so still. Ist etwas los? Er schreibt, Vater wohne in einem wahnsinnig kalten Zimmer. Es sei eine Art Rumpelkammer ohne Heizung. Ein Schrank sei auch nicht da und die ganze Wäsche liege auf dem Tisch. Er habe hinter Vaters Rücken aufgeräumt und morgen kaufe er eine Heizsonne. Es sei ein Wunder, dass Vater noch keine Lungenentzündung habe. Entsetzlich, ich hab's ja immer gesagt. Eines Tages gibt's ein Unglück. Was schreibt er noch? Lesen Sie doch vor. Gnädiges Fräulein, ich habe wieder etwas Schreckliches gehört. Der unfreundliche Portier, der vorgestern dem Herrn Generaldirektor sagte, er solle Schnee schaufeln, hat ihn gestern auf die Leiter geschickt, um den Speisesaal mit Luftschlangen zu dekorieren. Aber das ist noch nicht alles. Morgen soll er ins Dorf gehen und Einkäufe machen, weil die Botenfrau krank ist. Es wird mir ganz schlecht. Der Herr Generaldirektor als Botenfrau. Bitte, liebes Fräulein Hilde, schreiben Sie mir umgehend. Was soll ich tun? Ich warte dringend auf Ihre Antwort und verbleibe mit besten Grüßen Ihr Johann Kesselhut. Verstehen Sie das? Ich habe doch den Hoteldirektor angerufen und ihn gewarnt. Frau Kunkel, wir müssen etwas unternehmen. So, hier ist die Einkaufsliste, ein 100-Markschein und ein Korb für Ihre Einkäufe. Schreiben Sie genau auf, was Sie ausgeben, und heute Abend rechnen wir ab. Verstanden? Vollkommen. Ich will mal sehen, was ich besorgen soll. 100 Ansichtskarten zu je 30 Pfennig. 50 Briefmarken zu je 20 Pfennig. Das bekomme ich auf der Post im Dorf. Dann ein Röllchen dunkelrote Nähseide. Ausgerechnet. Und 2 Meter Gummiband. Wo soll ich das Zeug kaufen? Sie kriegen's im Kurzwarenladen am Brunnen. Dankeschön für die Auskunft. 4 Uhrreparaturen sind abzuholen. Ich nehme an, beim Uhrmacher. Jawohl. Dann sind noch ein paar Sachen in der Drogerie zu kaufen. Es steht alles auf der Liste. Beeilen Sie sich. Ich komme vom Grand Hotel, um ein paar Sachen zu kaufen. Gewöhnlich schicken Sie doch die Botenfrau. Sie ist leider krank. Ach, dann sind Sie wohl Ihr Mann. Nein, das stimmt nicht ganz. Also, was darf es sein? 5 Dutzend Rasierklingen. Welche Marke? Die gewöhnliche. Dann noch 1/4 Pfefferminztee. Nehmen Sie doch 1/2 Pfund. 1/4 reicht keine 2 Tage. Es ist das beste Mittel, wenn man sich den Magen verdorben hat. Und die Hotelgäste essen oft zu viel, nicht wahr? Gut,
Geben Sie mir ein halbes Pfund. Vielleicht hat der Portier einen Fehler gemacht. Haben Sie Sonnenbrillen? Natürlich, zu jedem Preis. Sie wollen sie wohl den Hotelgästen verkaufen. Dann gebe ich Ihnen eine kleine Auswahl. Ist sonst noch etwas? Sonnenöl? Puder? Nein. Papiertaschentücher? Auch nicht. Dankeschön. Ich habe keine weiteren Aufträge. Dann macht das zusammen 50 Mark 85 Pfennig. Übrigens, wenn Sie das nächste Mal größere Einkäufe machen, kann ich Ihnen eine kleine Kommission versprechen. Aha, das will ich mir gut merken. Auf Wiedersehen. Haben Sie alles besorgt? Jawohl, Herr Portier. Hoffentlich zu Ihrer Zufriedenheit. Ich muss sagen, ich habe mich noch nie so gut wie heute Morgen amüsiert. Die Leute im Dorf sind alle so freundlich. Der Uhrmacher zum Beispiel hat mich genau über die Wirtschaftslage der Entwicklungsländer aufgeklärt und wir haben stundenlang politisiert. Darf ich fragen, was Sie morgen mit mir vorhaben? Das ist meine Sache. Wo ist die Abrechnung über die Einkäufe? Ich gehe gleich in mein schönes, kaltes Zimmer, um sie fertig zu machen. Geben Sie mir bitte den Schlüssel von meiner Rumpelkammer. Ihr Schlüssel ist oben. So? Johann, was zum Teufel machen Sie in meinem Zimmer? Warum liegen Sie unter meinem Bett? Was hämmern Sie denn da? Sie sind wohl verrückt geworden. Herr Generaldirektor, es ist wegen der Steckdose. Sie ist kaputt. Der Stecker geht nicht hinein. Wie oft habe ich Ihnen verboten, in mein Zimmer zu kommen? Wenn Sie hier entdeckt werden... Hören Sie mit dem Krach auf! Ich brauche keine Stecker und keine Steckdosen! Doch, ich habe eine Heizsonne für Sie besorgt. Sonst werden Sie noch krank. So, jetzt passt der Stecker. Sehen Sie, wie schön warm es wird? Tatsächlich. Johann, Sie sind ein Genie. Aber jetzt raus! Herein, Eduard. Ein Paket aus Berlin für Sie, Herr Doktor. Oh, ich dachte, es wäre Herr Schulze. Dankeschön. Hurra! Das ist das Paket von meiner Mutter mit meinen Reklamearbeiten. Oh, da ist auch noch ein dicker Brief. Mein lieber Junge, vielen Dank für die beiden Ansichtskarten. Ich bin so froh, dass du nette Gesellschaft hast. Wieso hast du drei Katzen im Zimmer? Und einen Ziegelstein im Bett. Herr Franke meint, es wäre vielleicht kein Hotel, sondern ein Irrenhaus. Die Bemerkung sieht ihm ähnlich. Schreib bald ausführlich. Pass gut auf, mach ja keine gefährlichen Ausflüge. Herein, warum kommst du so spät, Eduard? Ich heiße nicht Eduard, sondern Hortense. Ich wollte so gern mit ihren süßen Kätzchen spielen. Ach, wie reizend. Warum sind Sie eigentlich vorgestern so schnell verschwunden? Hat Ihnen der Ball nicht gefallen oder haben Sie Angst vor mir? Doch, nein, ich meine... Sagen Sie, wie wäre es mit einem Ausflug morgen? Seit Sie hier sind, haben Sie sicher noch nichts von der herrlichen Gegend gesehen. Ich wette, Sie wissen nicht einmal, wie die Berge heißen. Ja, da haben Sie recht. Na also, wir könnten die Koffer packen und nach Garmisch fahren. Wollen wir? Garmisch soll ein reizender Ort sein. Ich kenne dort ein sehr gemütliches Hotel. Eduard wird es aber nicht erlauben. Was geht uns denn dieser schreckliche Mensch an? Er hat den Auftrag, sich wie eine Mutter... um mich zu kümmern. Lächerlich, mein Lieber. Sie sind doch kein Kind. Kommen Sie. Man muss das Leben genießen. Es klopft. Herein. Entschuldige, Fritz, dass ich so spät komme. Ich musste ein paar Einkäufe im Dorf machen. Bist du allein? Fritz wird sofort allein sein.
fort ist sie. Ich glaube, ich bin ihr nicht sehr sympathisch. Guten Tag, meine Herren, wie geht's? Danke, gut. Und Ihnen? Fritz hat mir eben seine Reklamearbeiten gezeigt. Ich finde, er hat ganz gescheite Ideen. So, lassen Sie mich mal sehen. Reklame ist natürlich nicht mein Fach, aber die Arbeiten sehen sehr interessant aus. Ich schicke sie noch heute Abend, Herrn Tobler. Vielen Dank. Und vergessen Sie bitte nicht, ihn zu fragen, ob er auch für Herrn Schulze eine Stelle hat. Ich werde nichts unversucht lassen, meine Herren. Herr Kesselhut, Ihr Skilehrer winkt Ihnen. Ach, schade. Dann muss ich gehen. Auf Wiedersehen. Der Arme. Er scheint kein begeisterter Skifahrer zu sein. Aber er hat eine sehr elegante Skihose an. Kein Wunder. Er hat sie bei meinem Schneider machen lassen. Eduard, du alter Witzbold. Komm, jetzt machen wir einen kleinen Spaziergang ins Dorf und fahren mit dem Hotelbus zurück, wenn er die neuen Gäste vom Bahnhof abholt. Ach, du lieber Himmel! Der Bus fährt so schnell um die Kurven. Hoffentlich passiert unserem Gepäck nichts. Schon wieder eine Kurve? Das halte ich nicht aus, wenn wir nur schon im Hotel wären. Mach dir keine Sorgen, Tante Julchen. Der Chauffeur fährt doch ausgezeichnet. Sieh mal, sind die Berge nicht herrlich? Das sind wohl die Alpen. Sie sind ja voll Schnee. Ich wünschte, ich wüsste, wie sie heißen. Dürfte ich den Damen helfen? Sehen Sie diesen Spitzenberg da? Das ist das große Spitzhorn. Und der Berg mit der Drahtseilbahn ist der Wolkenstein. Wie gut Sie sich auskennen. Ich interessiere mich sehr für Berge und für alles Schöne. Ah, da sind wir ja schon. Darf ich Ihnen beim Aussteigen helfen? Danke. Ich muss mich ums Gepäck kümmern, damit nichts verloren geht. Ach, diese herrliche Alpenluft. Oh, was für ein schöner Schneemann. Gefällt er Ihnen? Er heißt Kasimir. Eduard und ich haben ihn gemacht. Und noch ein Bekannter. Eduard ist mein Freund. Aha. Leider hat er sehr abgenommen. Wer? Ihr Freund? Nein, der Schneemann. Er schmilzt, der Arme, weil die Sonne so heiß scheint. Bleiben Sie lange in Bruckbeuren? Leider nein. Ich muss bald wieder nach Berlin zurück. Sie kommen aus Berlin? Ich auch. Was für ein Zufall. Eduard, Eduard, ich muss dir schnell etwas sagen. Du lieber Himmel, was ist denn passiert? Du bist ganz blass. Ich habe mich verliebt. Ist das alles? Na, welche von den beiden ist es denn? Die Baronin mit den schönen Beinen oder die Sexbombe aus Bremen? Ach nein, es ist eine ganz andere. Sie ist bildhübsch und gescheit und sie hat Humor. Ich glaube, ich gefalle ihr auch. Ich werde sie heiraten. Sie ist mit einer Tante namens Julchen hier. Das geht aber ein bisschen schnell. Du kannst dich doch nicht Hals über Kopf in eine Gans verlieben, die mit einer Tante namens Julchen in die Alpen fährt, um sich einen Mann zu fangen. Eduard, meine zukünftige Gattin ist keine Gans. Sie fängt keine Männer. Sehe ich vielleicht wie eine gute Partie aus? Kaum. Aber sie hat sicher gehört, dass du ein Millionär bist. Diesen Blödsinn kann sie noch nicht gehört haben. Sie ist doch eben erst aus Berlin angekommen. So etwas spricht sich herum. Mein Junge, ich erlaube es einfach nicht. Damit ist die Sache erledigt. Schau sie dir erst mal an. Wenn du sie siehst, dann bleibt dir die Luft weg. Hallo, nett, dass wir uns wieder treffen. Was ist denn mit Ihnen los? Sie sehen so ernst aus. Ich muss Ihnen unbedingt etwas sagen. Außer meinen Freunden weiß es niemand im Hotel. Was weiß niemand? Dass man mich für einen Millionär hält. Ich habe keine Ahnung, warum. In Wirklichkeit bin ich ein arbeitsloser Reklamefachmann. Sind Sie mir böse? Nein, warum soll ich Ihnen böse sein?
Ich wollte das Missverständnis aufklären. Ich hätte es auch getan, aber Eduard war dagegen. Wer ist eigentlich Ihr Freund? Eduard und ich haben ein Preisausschreiben gewonnen. Ach, das ist das Preisausschreiben der Putzblankwerke. Ich habe in der Zeitung davon gelesen. Dann sind Sie Dr. Hagestolz, stimmt's? Hagedorn. Mein Vorname ist Fritz. Ich heiße Hildegard. Da kommt Eduard. Ich will ihn gleich holen und Ihnen vorstellen. Er wird Ihnen sicher gefallen. Eduard, das ist sie. Komm, setz dich zu uns. Darf ich bekannt machen, das ist Eduard Schulze und das ist Fräulein Hildegard. Fräulein wer, hast du gesagt? Hildegard. Ein schöner Name, findest du nicht auch? Wir haben uns zufällig im Bus kennengelernt. Stell dir vor, sie kommt auch aus Berlin. Eduard, warum sagst du kein Wort? Was hast du denn? Tu mir einen Gefallen, mein Junge. Hol mir ein paar Tabletten aus meinem Zimmer. Sie stehen auf dem Nachttisch. Ich habe Magenschmerzen. Sofort. Liftboy, ich möchte in den vierten Stock hinauffahren. Haben Sie Magenschmerzen, Herr Schulze? Halt den Mund, Hilde. Bist du vollkommen wahnsinnig? Was willst du hier? Ich wollte nur sehen, wie es dir geht, lieber Vater. Du benimmst dich unmöglich. Zuerst telefonierst du hinter meinem Rücken dem Hoteldirektor und dann kommst du sogar selbst her. Und seit wann hast du eine Tante, die Julchen heißt? Willst du sie kennenlernen? Sie kommt gerade auf uns zu. Darf ich vorstellen? Herr Schulze, Tante Julchen. Frau Kunkel, sind Sie verrückt geworden? Gott sei Dank, Sie leben noch. Aber Sie sehen schlecht aus. Kein Wunder, wenn Sie Schnee schaufeln und in einer Rumpelkammer schlafen und Kartoffeln schälen. Kartoffeln habe ich nicht geschält. Ihr benehmt euch noch kindischer als ich und bringt hier alles durcheinander. Ich habe mich mit Hagedorn angefreundet. Er meint, ich wäre ein armer Mann wie er. Deshalb verstehen wir uns so gut. Jetzt stellt er mich meiner eigenen Tochter vor und sagt mir, dass er sie heiraten will. Wen will er heiraten? Dich, du Dummkopf! Wie sollen wir dem Jungen jetzt erklären, wer wir eigentlich sind? Wer will Fräulein Hilde heiraten? Fritz, der junge Mann, der weiß, wie die Berge heißen. Ach, ein reizender Mensch. Aber er hat kein Geld. Da kommt er ja. Guten Abend, gnädige Frau. Hier sind deine Tabletten, Eduard. Was für Tabletten? Du hast doch Magenschmerzen. Da müssen Sie sich aber gleich ins Bett legen. Danke, es geht mir schon besser. Das kennen wir, das sagen Sie immer. Ich meine, das sagen Sie immer, die Männer, wenn ihnen etwas fehlt. Fräulein Hildegard, es ist ganz unwichtig, aber ich weiß Ihren Familiennamen noch gar nicht. Nein? Stellen Sie sich vor, ich heiße genau wie Ihr Freund Eduard. Sie heißen Schulze? Schulze ist ein sehr gewöhnlicher Name. Nein, so etwas. Wer hätte das gedacht?